kann keine Muni mehr mitnehmen. Und auch keine Halbleiter. Oh Mann. Plus 2 Schaden, plus 1. Brauchst du Muni oder Medipacks? Ich bin voll. Oh Mann, musst du denn aufmachen, wenn... Du bist auch voll. Das ist schlecht, weil die Platine ist wahrscheinlich ziemlich wichtig zu mitnehmen. Ja, plus 2 Schaden, plus 1 Klick. Weißt du was, dann verschmeiß ich mal eben ein Medipack. Oder noch besser, wir sind hier gerade an der Werkbank. Einlagern, ne? Ja, eigentlich. Na, warte mal, dann geh ich mal kurz anzugucken. Eigentlich wollte ich gerade Action Jackson durchgehen, aber... Haut wohl nicht. Ah, ein neuer Anzug. Bot ist angekommen. Ich könnte jetzt die Waffe nochmal gucken, ob ich das hinkriege. Was ich schon vorher vorhatte. Da irgendwas zu verkaufen. Okay. Wie hieß das Ding gleich nochmal? Schienenbeschleuniger. Okay. Mir fehlt hier so Mordgear. Dann habe ich jetzt einen Schienenbeschleuniger oben drauf. Hoffentlich ist der was Gescheites. So. Toll. Ich habe jetzt alle Upgrades für die ganze. Für alles, was es gibt. Also für meinen Anzug. Wunderbar. Wie gesagt, mir fehlt das Wolfram für solche Scherze. Oh nein. Oh gut, der hat alles drin. So, verkaufen ja, verkaufen ja, verkaufen ja. Wie mache ich Somatgel? Wir dachten, das wäre die Antwort, aber wir wollen. Oh, Objekte herstellen, hab's gefunden. Ist die Quelle des Signals. Das ist Wahnsinn. Mach uns vollkommen abschalten. Das sind keine Hilferufe, sondern Befehle. Und wir waren dumm genug, sie zu befolgen. So. Ich habe jetzt alle meine kleinen Medipacks abgelegt, ein paar verkauft und aus dem Restzeug nur große und mittlere gemacht. Jetzt 3 große, 4 mittlere. Müsste hinhauen so. So, meine Freunde, wo seid ihr? 2 Schaden plus 1 Clip. Da unten ist einer und der ist verseucht. Und da ist noch eine. Oh Gott, wie viel halten die aus? Oh Gott, das sind die kleinen Mistviecher, diese Köpfe auf Krallen. Auf Tentakeln. Tentakelköpfe. Tentakelköpfe! Okay. Nein! Irre. Da ist noch einer, der ist gerade hinter dir gewesen und wollte dich anfallen, als du gerade zur Seite gegangen bist. Puh. Stressig. Naja, noch ein mittleres Medipack. Wunderbar. Na? Mann. Genau. Und nochmal abwärts. Aber nicht mehr weit. Ach. Oh, Gott, warum fahren die eigentlich immer erst dann los, wenn wir hinter ihnen her sind? Ja, musste wohl. Scheiß Kerle. Wartet nur. Komm schon, spring, Isaac, spring! Oh Gott, was sind das denn für Minen? Ah, die sind gefährlich. Aua! Ah, Beeilung! Okay. Oh Gott, wieso sind die so viel schneller als wir? Was? Ach du Scheiße. Ja, haben sie verdient, diese Marker-Verrückten. Oh Gott, was ist das? Das schaut gefährlicher aus. Gefährlicher als den Rest, den wir bis jetzt so hatten. Es war's, lass uns dran vorbeispringen. Einfach dran vorbei und runter. Ich bin mitten in die Kacke reingesprungen. Du auch. Hier. Vor mir ist alles, vor mir. Alles, was gefährlich ist, ist vor mir. Nichts ist hinter mir. Ah, wir haben sie besiegt. Unfassbar.
Allerdings immer noch nicht diesen Flabberschwabbel. Ich glaube, ich nehme den jetzt mal mit. So als Bauchrednerpuppe. Ah, was für ein ekliges Alien. Zombie-Dingens. Überhaupt, hast du dir überhaupt schon mal Gedanken gemacht, was Dead Space eigentlich für ein geniales Konzept ist? Alien-Zombies? Naja. Ist viel Blut. Yep. Oh, und nochmal ein Absturz. Okay. Wusstest du, dass Ventilatoren mich nervös machen? Ja. Ansaugen. Ja, ich hoffe ja, dass die ansaugen. Wenn die wegdrücken, wird's nämlich wirklich gefährlich. Au. Scheiß Kerl. Boah, gefährlich. Sehr gefährlich. Was zum Teufel ist hier los? Ah, ich glaube, ich muss einfach weiterspringen. Es hilft nichts, die abzuschießen. Oh nein, unten ist auch noch ein Ventilator. Mhm, gut. Sehr gut. Nein, der wurde zerhäckselt. Was? Zerhäckselt wer? Den muss man anhalten. Ja, ist klar. Ventilatoren immer anhalten. Okay, du bist durch. Das heißt, ich darf auch durch. Interessant. Abschneiden, 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 abschneiden. Boah, Alter. Puh. Glück gehabt. Dankeschön. Wo ist denn der Rest? Alle tot. Isaac Clark hat den Rest erschossen. Dann fordert Verstärkung an! Wie sollen sie uns erreichen? Diese Pussy. Wir können die Lüftungssysteme von hier auf. Ah, wieso hast du dich gefeuert? Einen Weg frei für die Landungsschiffe. Das wäre alles so schön vorbei gewesen, wenn du jetzt gefeuert hättest. Verdammt! Es wäre besser, wir finden ihn, bevor die Verstärkung kommt. Los! Goddammit. Na gut. Da ist noch eine Kiste. Mit nix drin. Wunderbar. Strom? Strom? Wofür brauchen wir Strom? Keine Ahnung, ich habe mir jetzt Strom angeschalten hier. Okay. Ich bin voll. Dann werden wir wieder nüchtern, wenn du voll bist. Das Tor ist aufgegangen, jetzt kann man reingehen. Okay. Ich hol mir noch ein paar Kisten, weil ich nicht ganz voll bin. No, ich wollte nicht an der Werkbank. Der Earl. Interessant. Oh, ich... Was habe ich denn alles drin im Inventar? Schon gut. War nicht genug. Hm. Tja, keine Ahnung. Aber wenn man jetzt hier weitergehen kann, dann gehen wir doch mal hier weiter. Noch mehr Zeug zum Aufsammeln. Was bringt es, wenn man jedes Mal, wenn man irgendwo hingeht, komplett überfüllt ist und danach so viel Zeug zum Aufsammeln kriegt, dass man nicht mehr weiß, was man machen soll? Energiestörung, sagt er mir. Endstadium der Kreaturen, oder könnte es werden? Die Bewohner dieses Planeten konstruierten eine Maschine, die den Mond in der Entstehung festhält. Aber das reichte nicht. Bisschen auch viel Text. Kommuniziert das Signal des Mondes mit den Markern zu Hause. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt inmitten aller Sterne ein Netzwerk aus Geschwistermonden. Jeder Vervollständigte vernetzt sich damit und macht sie auf sich aufmerksam. Vervollständigt sich dieser, kommen seine Brüder auf der Suche nach Nahrung. Na wunderbar. Aber es gibt Hoffnung. Die Konfiguration der Maschine wurde nie beendet. Sie sollte den Mond nicht einfrieren, sie sollte ihn zerstören. Was machst du? Sie brauchen den Codex. Irgendwas, weil das orange ist, weißt du? Und zu rekonfigurieren. Folgen Sie meiner Spur ins Herz der Maschine und beenden Sie diesen Albtraum. Soweit ich weiß, ist etwas Orangenes meistens etwas, was... Carver, was man, die Maschine kann den Mond zerstören. Sie muss nur Chinesen richtig konfiguriert muss. Werden. Was ist mit Danik? Es reicht nicht, Danik nur aufzuhalten. Wir müssen uns den Codex zurückholen. Mit ihm können wir die Maschine rekonfigurieren. Okay.
Irgendwie habe ich keinen Plan, was ich hier mache. Okay, irgendwie kann man die abspielen, aber irgendwie... Ich bin verwirrt. Hör mal bitte. Darf ich? Ich hab den Code. Wie? Woher? Was? Ich glaube, du musst ihn mir sagen, weil ich hier nicht... Oh doch, ich komme raus. Guck da an der Wand, da steht da dran. Oh Gott. Ja, okay. Gut. Wie war denn der? Ich habe mir nicht gemerkt. Ja, zwei Punkte oben. Falls du eins findest mit zwei Punkte oben. Hab ich. Dann unten eins mit einem Punkt, was zwei Striche oben drauf hat und einen Haken in der Mitte. Und am Schluss einfach nur einen Haken ohne alles. Das muss es sein. Jo, ist offen. Okay. Öffnen. Furchtbares Alien-Gedüdel. Hat sich fast schon angehört wie computerisierte Wale. Oh. Ah ja, fantastisch. Na wunderbar. Mein Gott. Nein, mein Gott. Nicht deiner. Das muss das Zentrum sein. Und das muss die Maschine sein. Ja, dann mal an die Arbeit. Ja. An die Arbeit. Und was ist die Arbeit? Wenn ich auf der Strecke bleibe, bringen Sie es zu Ende, ja. Wir bringen es zu Ende, Carver. Sie und ich. Ja, aber wenn ich nicht... Ich habe uns hierher gebracht. Das zählt doch auch was, oder? Zählt wofür? Für... Ich weiß auch nicht. Alles Schlechte, was ich getan habe. Hören Sie auf damit, Carver. Sie sind ein guter Mensch. Danke. Ich habe mich ganz unentfremdet. Meine Familie ruiniert. Isaac, ich habe Santos getötet. Macht ein guter Mensch sowas? Gute Menschen meinen es gut. Wir machen nur nicht immer alles gut. Ja. Hey. Tut mir echt leid wegen Ellie. Mir auch. Wie? Die war doch noch am Leben! Ja. Sag mal, habt ihr jetzt irgendwie einen Hirnschaden? Hey, da ist Danny. Es ist noch nicht zu spät. Jetzt gibt's kein Zurück mehr, oder? Es hat nie einen zurückgegeben. Von Tag 1 ab nicht. Das wird jetzt erst noch richtig interessant. Okay. Hast du irgendwas gefunden? Irgendwas Interessantes? Mhm. Hier ist eine Treppe, die man nicht nehmen kann. Was ist das denn für ein sinnloser Unfug? Ja, da fehlen die Platten zwischen. Naja, man könnte ja springen. Sie müssen damit aufhören. Isaac, sind Sie das? Wissen Sie eigentlich, dass Sie nicht tot zu kriegen sind? Jep, genau das weiß ich. Wissen Sie, was er ist? Teil dieses wunderbaren Ökosystems, schätze ich. Er ist lebendig, Danik. Er ist hungrig und er ist nicht allein. Wenn Sie die Maschine abschalten, setzen Sie ihn frei. Und dann werden er und seine Brüder unsere Marker und uns finden und uns alle töten. Woher wollen Sie wissen, was er machen wird? Sie fürchten ihn, weil Sie ihn nicht verstehen? Danik? Hören Sie mir zu. Irgendwas passt hier nicht. Hören Sie mich. Ah, jetzt geht's. Was muss ich damit machen? Hast du die Platine aufgenommen? Welche Platine? Die auf dem Boden lag hier. Keine Ahnung, vielleicht. Unwichtig. Was muss ich hier mitmachen? Oh, da ist einer von deinen Bots. Oder von meinen Bots, ich weiß es meiner. Nicht. Da rein. Okay.
Okay. Oh, lauf, lauf! Ich hab doch gesagt, lauf! Ich hab grad einen Bot abgesetzt, hab nicht gesehen, dass es springt. Das ist unpraktisch, ja. Oh je. So, was nun? Da ist er! Schieß! Schieß, Isaac! Du Idiot! Ja, wieso hast du dich gefeuert? Verfluchter Ingenieur, verfluchter Weltraumingenieur. Na, was soll's. So sind alle tot. Gut, gut. Dann folge mir. Auf dass wir hier weiterkommen. Oh, ich mag das Maschinengewehr. Man muss sich zwar erst wieder dran gewöhnen, dass man Dauerfeuer hat. Aber es macht Spaß. So. Wo bist du denn? Ich bin schon bei der nächsten Bombe. Oh. Was? Was ist jetzt passiert? Oh. Es geht wieder. Komisch. Hast du auch gesehen, dass ich gerade stehen geblieben bin? Warten Sie! Ich habe einen Plan! Noch eine Bombe. Genau, ich habe einen Plan. Aber was für einen? Ha, gute Frage. Wo ist das verdammte... Ach, hier? Schon wieder? Das hat sich anscheinend neu aufgefüllt. Ist ja dämlich. Kann ich einfach so BAM machen, explodiert scheiße. Ja, schön wär's. Das sind altmodische Bomben. Neumodische. Wow, die ist sofort explodiert. Auch lustig. Ja, lass ihn davonrollen. Warum schnappst du dir den Kodex? Lass ihn doch einfach laufen. Tschüss. Okay. Was war das für ein komischer Schrei im Hintergrund? Keine Ahnung. Markergewebe. Okay, das sind die fetten Aliens. Fantastisch. Was nun? Let's go to the party. Da kommen welche. Ach du Scheiße. Alien Friedhof Party. Wieso habe ich jetzt wieder meinen verdammten Plasma-Cutter in der Hand? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Dass dieses bekloppte Spiel jedes Mal, wenn wir irgendwo eine Sequenz haben, meine Waffe umschaltet. Ist doch nicht mehr normal. So, jetzt. Aua, hat mich. Ja, ich versuche den gerade abzuballern, aber ich glaube, das wird nicht so einfach. So, passt wieder alles? Irgendwas Großes kommt da. Anscheinend habe ich ihn sogar erwischt, bevor es vorbei war. Noch größer als das, was wir gerade eben schon hatten. Glaube oh ja. Ja, sieht so aus. Nee, eigentlich ist dasselbe. So. Ich würde die nicht zerschlagen. Weil die explodieren. Ja, ich wollte nicht zerschießen, aber meine Munition war gerade. Okay. Ha. Was ist bei dir? Dort, wo du lang gegangen bist, was ist da? Ist da was? Da ist, ja, da geht's weiter. Aber. Es geht aber auch in die andere Richtung weiter. Ja, da hinten ist der Code dran. Für die Tür. Okay. Oh nein, nicht kurz schließen, das ist nicht meine Aufgabe. Ja, das stimmt. Naja, mach einfach mal. Okay, tun wir das nochmal. Dieser Irre. Fantastisch. Darn near killed him. Aha. Wrecked him. Darn near killed him. Wow. Scheiße, I'm breaking the suspension of disbelief. Was? I don't trust guys with porno mustaches.